Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Yo, und ihr wollt jetzt natürlich wissen, was zum Geier ist hinter dieser Tür. Ja, das frage ich mich natürlich auch. Was wartet wohl hinter der Tür? Will ich das überhaupt wissen? Vielleicht ist da ein Muster, aber es geht mir nicht in den Kopf. Oder sind es die Köpfe? Keine Ahnung. Hä? Das war ja der Baum. Auch nicht schlecht. Das war nicht so schlimm. Tja, wenn du dir Einblicke in Augustins Gedankenwelt erhofft hast, ist doch, was du wolltest. Hurra! Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das nicht. Los, wir schauen uns um. Pass auf! Hunterine! Es ist wie ein Museum für... Shit. Keine Ahnung. Etwas Überirdisches, so viel steht mal fest. Hey, Linda. Sieh dir das an. Sagen die dir irgendwas? Ja, tatsächlich. Das ist genau wie in meinem Film. The Prophecy of Pain. Nachdem sie die Grabkammer öffnen... Oh, ja, absolut. Es ist wirklich ganz genau so. Es gibt kein Grab in The Prophecy of Pain. Oh, ich... Ja, sorry, hab's verwechselt mit einem der anderen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt's in keinem meiner Filme irgendwelche Gräber. Alte Flüche und dieser ganze Fantasy-Kram waren nie mein Fall. Aber das weißt du alles, weil du so ein Riesenfan von mir bist. Okay, also... Du hast keinen einzigen meiner Filme gesehen, oder? Ich bin ein Fan deiner Reputation. Klar. Was Filme angeht, bin ich ehrlich gesagt eher so der... Boom! Ratatatatatata! Typ. Unterhaltung. Cliff Burrow. Meine Filme untersuchen die Wurzeln des Bösen im Herzen der Menschen. Dir sind sie wahrscheinlich nicht unterhaltsam genug. Aber jetzt, wo du aufgeflogen bist, verrat mir doch bitte, wie du wirklich an den Film gekommen bist. Tja, wenn du das unbedingt wissen willst, wirst du mir im Gegenzug etwas anbieten müssen. Sollen wir es interessant machen? Wie denn? Eine kleine Wette. Wette? Wenn ich gewinne, verrätst du mir alles. Und sonst? Dann kriegst du mein Stück vom Film.
Deal. Der Deal steht. Keine Rückzieher mehr. Meine Güte, wir sind doch noch 12. Entwurf? Klar, aber ich sag ihn an. Ich sag an oder ich bin raus. Also gut. Was darf's sein? Kopf. Kopf. Nun, so ist das Leben. Wir hatten einen Deal. Warte. Nein, nein. Toll. Wirklich toll. Hey, war doch ein Versuch wert. Verflucht. Yep. War jeden Penny wert. Vollhorst. Ich hasse den Kerl. Ich kann's nur noch öfters erwähnen. Das ist ja alles wie ein Filmset hier. Akkadian-Dämonen. Mesopotamien, 23. Jahrhundert vor unserer Zeit. Statue aus dem Reich von Akkad, der Keilschrift auf den bruchstückhaften Tontafeln, die in ihrer Nähe gefunden wurden, lässt vermuten, dass sie einen mythologischen Dämon darstellt. Seine Anhänger glaubten, er würde ihnen als Dank für ihre Hingabe übernatürliche Mächte verleihen, sie beschützen und ihre Feinde vernichten. Naja. Wenn du malst. Oh, was ist das? Hallo? Kann man da nichts drücken? Ich melde mich vom Trade-Winds-Kino in der Texas Avenue, wo wir Zeugen wurden. Wir sind Zeugen einer Art Protestaktion oder... Ich weiß es nicht. Ich kann derzeit nur berichten, dass es mehrere Angriffe auf gewöhnliche Bürger sowie auf Polizisten und Sanitäter gab. Es ist nicht eindeutig, zumindest nicht für uns, was der Auslöser für diese Situation war. Aber ich bestätige, dass es im Innern des Kinos begann. Es wird berichtet, dass ein Mitarbeiter bei der Vorführung von Murder Mill totgetrampelt wurde. Von hier aus sehe ich beträchtliche Schäden in der Umgebung und die Polizei versucht noch immer, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Okay, oh, okay. Oh nein, okay, gerade wird hier jemand verhaftet. Und mehrere Personen stürmen von allen Seiten auf die Polizisten zu. Oh mein Gott, oh, oh mein Gott, okay, okay, das war eine Explosion. Eine Explosion, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Oh, oh Gott, die Polizei hat das Feuer eröffnet. Die Polizei kennt die Polizei. So, was ist mit dem blöden Dichter? Das ist... Nein. Unmöglich. Die Kamera. Das kann nicht sein. Hey, Linda. Das solltest du dir ansehen. Was ist das? Es lag einfach hier, so aufgeschlagen. Talismane. Bergen Quellen großer Macht. Können viele Formen annehmen. Manifestieren sich oft als Andenken früherer Opfer. Opfer.
Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber es muss für Augustin wichtig sein, wenn sie die Seite offen ließ. Vielleicht ist... Hau nun! Sheriff Green! Holen wir nicht lieber den Rest der Crew? Er hinterfragt schon gar nicht mehr, was sie ihm erzählen, ich meine. Er ist echt klug, aber Eltern irren sich auch. Das muss doch in seinen süßen kleinen Kopf reingehen. Barney. Er kann nicht ewig ein kleines Muttersöhnchen sein. Barney. Hm? Langsam wird's echt kalt. Lass uns die anderen holen und abhauen. Oh. Kalt. Ja. Dagegen habe ich doch was. Taschenwärmer. Chlor, nein, bitte Brühe. Okay, klar. Danke. Ups, mir ist kälter geworden als gedacht, als ich euch bis hierher gefolgt bin. Ich kenne meine Grenzen. Ich hab sie die ganze Zeit gespürt, als ich die letzten Wochen zu Hause war. So schlimm kann Zeit mit der Familie doch nicht sein. Das kann auch nur jemand behaupten, der meine Familie nicht besonders gut kennt. Ich habe viel Zeit mit Jaime verbracht. Jaime ist... Oh, er kann okay sein. Er muss endlich erwachsen werden. Du musst ihn überreden, nach der Schule Cedar Hills zu verlassen. Er könnte nach New York kommen, egal, solange er nicht hier bleibt. Weiß nicht, ob Jaime sich hier ein anderes Leben vorgestellt hat. Er denkt nicht so weit voraus. Selbst wenn er es nicht tut, du musst... Was, gehen? Ja. Ich meine, außer es gibt irgendeinen geheimen Grund, warum du hier bleiben willst... Und wieso geht dich das was an, Bonnie Rivera? Hey, wenn ein Kaff wie dieses eine Sache zu bieten hat, dann ist es rühwarmer Klatsch und Tratsch. Warum hast du Cedar Hills nur so? Du warst praktisch das Stadtmaskottchen. Oh, damals dachte ich noch, die Welt beginnt auf der Hauptstraße, dreht sich einmal um die eigene Achse und endet wieder auf der Hauptstraße. Als ich nach New York zog, verstand ich die wirkliche Welt. Beginnt auf der Canal Street, bewegt sich zwischen Avenue C und Westside Highway und endet auf der 14. Cedar Hills kommt darin gar nicht vor. Wie läuft's mit deiner Band? Ich würde euch wirklich gern mal live sehen. Futsch, Schluss aus, Ende. Sorry. Schon okay. Bands eben. Mir ging's eh nur um die Mädchen. Aber ich machte den Fehler, ein Mädchen aus meiner Band zu daten. Oh. Sie war cool, aber als sie hörte, dass meine Heimreise länger dauert, haben sie und die Band ohne mich weitergemacht. Du hast was Besseres verdient. Ja, finde ich auch. Vielleicht sollten wir die anderen suchen. Bist du sicher? Ich komme gerade in Fahrt. Ja, bin ich.
wieder die blöde Kiste, wo du hinstellst, ne? Sobald Mom nach Hause kommt, heißt das nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie weg. Hey, Moment mal, jetzt ist doch dieses blöde Ding da an. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Drücker da drüber. Ich verlasse Cedar Hills. Endgültig. Oh. Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Nee, nur die eine. Was hast du da vor? Ja. Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja, ich hab Spaß. Manchmal schon, ja. Wo habt ihr eigentlich die Kamera her? Oh, das ist nicht meine. Sie gehört Reime. Aber jetzt frage ich dich. Aus einem Kuriositätenladen in der Stadt. Fünf Namen habe ich genommen und doch scheine ich den Pfad der bla 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 bla. Fakt ist, jetzt haben wir drei. Wo sind die Dummsule? Da hinten kommt sie. Manni! Vorhin, wir fällt gerade die Hand und das Glas und Chris sah irgendwas. Nur in der Kamera, aber sie kriegte Panik und dann war da dieses Geräusch und die Tür, sie zog sie einfach an und... Oh mein Gott, Manni, was ist gerade passiert? Oh mein Gott! Hey, Mann, alles gut, wir sind da, alles gut. Nein, es ist nicht okay, wir müssen... Ai. Wir müssen davon weg, so schnell wie möglich. Reime, langsam. Wir haben es gefunden, sein Geheimversteck. Wessen Versteck? Brickstone. Niemand hat es bisher entdeckt. Zu sicher? Robert holte seinen Dad. Wo ist Chris? Die Tür. Sie zog sie an und sie ist weg. Chris ist weg. Schon okay, alles gut. Ich gehe mal nachsehen, bring ihn an die frische Luft. Raus. War dann jetzt nicht das... Das war da oben, ne? Jetzt ist die Frage, komme ich da irgendwie hin? Komm da noch nicht hoch. Okay. Was kannst du uns denn erzählen? Okay, ich muss zurück zu Heim und Bonnie. Ich glaube, das war der Hine, ne? Heim und Bonnie warten sicher draußen. Draußen? Wo seid ihr denn? Ich drehe hier noch durch. Da hinten.
Frage, wo zum Geier gehe ich eigentlich hin hier neben? Oh. Gruselig. Deshalb war Jaime so panisch. Wieso 5 und 12? Ich habe das letzte Mal schon 5 gehabt. Sie kam also nicht hier durch. Soll vorkommen, wenn's abgeschlossen ist. Ja, das ist ja klar, das ist ja die blöde Schachtel da oben. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas finde. Okay. Also wie gesagt, geht raus. Aber wie zum Geier komme ich raus? Ja, ich weiß, das ist die blöde Schachtel da oben. Ja, die sehe ich ja. Da komme ich aber nicht hin, verdammt. Nicht immer mehr durch die Tür, verdammte Scheiße. Was soll denn der Mist? Können die nicht einfach da nuff springen und die Scheißleiter runterziehen, die dumme Sulle? Also da komme ich nicht durch. Das muss irgendwas dahin sein. Wie soll ich denn da sonst durchkommen? Also irgendwas scheine ich doch zu übersehen. Ja, aber wenn ich doch dort durchgehe, dann sehe ich zu, ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas finden werde. Aha.
ist natürlich die Frage. Was will ich mit dem Scheiß? Das nützt mir nichts mehr. Geht nicht. Aha, okay. Wir müssen los, wir müssen jetzt hier weg! Nein, nein, wir müssen auf Linda warten. Linda, hast du was gefunden? Heimel? Er ist etwas mitgenommen. Ich glaube, da war was, das ihm die Wunde am Kopf verpasst hat. Etwas? Was denn? Anscheinend hat es nur Chris gesehen durch die Kamera. Na los, weg hier, weg hier! What the hell? Was zum Teufel war das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Muss es eigentlich immer so scheiße Dudel sein, verdammte Kacke? Ruf den Fahrstuhl nach unten. Ach, der da. Wenn ich es da hochschaffe, komme ich raus. Scheiße. Strom nötig, ja. Du bist lustig. Delfine? Ist doch nix.
einfach die scheiß Treppe nur. War gute Idee, schlechte Ausführung. Was? Klar, ne? Also ich habe keine Ahnung, was ich da suchen soll. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du da vielleicht irgendwie einen Benzinkanister oder irgend so einen Scheiß findest. Moment mal. Hatte ich nicht vorhin irgendwie diese komische Kurbel oder irgendeinen Scheiß? Ja, schön. Ich hab's begriffen. Da muss doch irgendwas, muss doch da sein. Natürlich. Ich hab doch gedreht, wieso ging das nicht? Oh ja, oh ja, oh ja, geil, truff mir das auch. So, jetzt machen wir was. Juhu. Also irgendwie hat es nicht funktioniert mit dem komischen Aufnehmen, dass das Ding dann verschwindet oder sonst was. Also keine Ahnung, aber es ist egal. Wir haben die erste aufgehängt. Finde ich geil. Ich meine, da muss ich auch mal ein paar Verrecke daneben. Das kann ja wohl nicht angehen, oder? Jo, was soll's? Es wird langsam lustiger, würde ich sagen, ne? Ansonsten, wenn's euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, macht einen Daumen nach oben, es würde mich freuen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Ich würde mich freuen. Ansonsten sage ich tschüss mit V und grüßt mir die Hühner.